Es ist ein wirklicher Virus, von dem man infiziert ist, im positivsten Sinne, der so richtig, und ich sag das mal, geil ist. Und das finde ich eine sehr spannende Idee, weil keiner kann weg. Hier müssen die Leute über längere Tage auskommen. Und das bringt die Leute zusammen, schweißt sie zusammen, bringt interessante Gespräche. Und die Idee ist eigentlich genial. Erstmal hat ja Matthias doch sehr viel versprochen und ich habe ihm das auch geglaubt. Und dann war ich ja schon mal segeln und hatte so eine ungefähre Vorstellung, was auf uns zukommen könnte. Aber es ist getoppt worden, auf jeden Fall. Es war richtig toll. Und da muss ich halt sagen, vom ersten Schritt auf dieses Schiff, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön einfach, was hier für eine entspannte Atmosphäre ist, wie unkompliziert man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Und was ich halt sehr angenehm finde, ist, dass viele Leute da sind, mit denen man wirklich jetzt sich mal ernsthaft ein bisschen unterhalten kann. Ne? Also es ist nicht immer nur so oberflächliches Geplänkel. Ja, das Besondere an dieser Tour ist das Schiff, weil dieses größte Segelschulschiff der Welt ist halt einfach gigantisch. Ja? Und da springen mehr als 100 russische Kadetten herum und man selbst ist irgendwie mittendrin. Und ja, entweder man ist so stiller Beobachter oder man macht sogar irgendwie mit und geht mal in die Masten hoch und so weiter und so fort. Also das ist schon echt ein wahnsinniges Erlebnis. Ich habe in den 5 Tagen so viele intensive Gespräche geführt wie noch nie in so kurzer Zeit. Wenn ich das jetzt sage, habe ich Gänsehaut. Ne? Wenn die Menschen überall so miteinander umgehen können, dann wäre die Welt schöner. Die STS Seedorf lief 1921 als Magdalene Finnen II auf der Kieler Friedrich-Krupp-Germania-Werft vom Stapel. Sie wurde benannt nach der Ehefrau des Bremer Reeders Friedrich Adolf Finnen und segelte unter anderem bis 1931 in der chilenischen Salpeterfahrt, wobei sie mehrmals Kap Horn umrundete. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Schiff als Reparationszahlung in die Sowjetunion und erhielt den heutigen Namen des russischen Polarforschers Georgi Seedorf. In so den anfänglichen Gesprächen habe ich dann rausgehört, dass das Schiff um die 90 Jahre alt ist. Dafür finde ich, ist es noch sehr, sehr gut in Schuss. Also da kann man schon deutlich sehen, dass hier viel auch drauf gearbeitet wird, dass es halt ein Schulschiff ist in dem Sinne, was gepflegt wird. Die einstigen Zwischendeckladeräume wurden 1981 für die Aufnahme von mehr als 240 Mann umgebaut. Zusätzlich verfügt die Viermastbark über Sport-, Schulungs- und Veranstaltungsräume mit Film- und Videoausrüstung. Unter dem heutigen Eigner, der Universität Murmansk, dient sie als Segelschulschiff für Kadetten der Universität und bietet Interessierten, sogenannten Trainees, die Möglichkeit, als aktiver Teil der Besatzung mit dem heute größten klassischen Segelschiff der Welt zu segeln. Über 4000 Quadratmeter Segelfläche sowie ein 2800 PS starker Dieselmotor treiben die 117 Meter lange und fast 60 Meter hohe Viermastbark auf bis zu 18 Knoten. Herr über diesen Koloss ist Kapitän Nikolas Zorjenko, der mit ruhiger und souveräner Hand 60 Mann Stammbesatzung und 110 Kadetten befehligt. Dabei gibt er den Trainees die Möglichkeit, hautnah die Führung des Schiffes zu erleben und gewährt zu allen Bereichen, inklusive der Brücke, willkommenen Zugang. Ich habe mit dem Kapitän einen gemeinschaftlichen Draht gefunden und hier im Hintergrund mit dem Gregori, der da oben auf der Brücke gehen tut. Ich komme sehr gut mit der Mannschaft, mit der Besatzung zurecht.
Der charismatische Gregory Romanow ist erster nautischer Offizier der Seedorf und für die Navigation des Schiffes sowie die Sicherheit der Trainees zuständig. First of all, I must give for the trainees safety information. Safe information about the survive of your life, how you can survive your life if something happens. Then, main rules, how you can stand on board, where you can be during the mooring operation, during the pilotage, during the sailing alarm, and main rules, how you can climb to the mast. It's very important because the all trainees must know how climb to the mast, because it's very, very important, and it's all trainees must know that, because it can save your life. Auf der Reise haben die Trainees Gelegenheit, hautnah zu erfahren, wie ein Schiff dieser Größe nur durch Wind und Muskelkraft zielsicher gesteuert wird. Und manch einer erlebt seine ganz persönlichen Abenteuer, überschreitet dabei bisweilen die eigenen Grenzen und entdeckt neue Horizonte. Also ich habe eigentlich Höhenangst und habe deshalb gedacht, okay, gehst auf Nummer sicher, du gehst da gar nicht erst hoch. Wenn du dann jammernd in den Wanden hängst, ist auch peinlich. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, wenn du es nicht probiert hast, wirst du es nie erfahren, ob es dir nicht vielleicht doch Spaß gemacht hat. Und es war überhaupt kein Problem, es war viel unproblematischer, als ich gedacht habe. Und es hat nur Spaß gemacht und ordentlich Adrenalin geschoben, das gebe ich zu. Gemeinsam stand Hans und ich am Steuer und haben dort beim ordentlichen Wind, wir hatten Windstärke 6 auf 7 gehend, mussten wir uns sogar dann anseilen, dass wir zu viert am Steuer standen, den Kurs halten konnten. Und das sind Episoden, die noch lange nachwirken, dass man also ein großes Schiff steuern kann und man merkt auch, mit wie viel Kraft und wie viel Aufwand man dort ans Tageswerk legen muss, um so ein Schiff dann auch wirklich auf dem richtigen Kurs zu halten. You know, it was a funny trainee, really funny trainees, really good voyage. They are speaking, asking something, climbing on mast all time. It's very good trainees and good emotional position. Bis zu 44 Trainees haben die Möglichkeit, sprichwörtlich in einem Boot zu sitzen. Die ungewöhnliche Umgebung, die Enge unter Deck, die gemeinsamen Episoden, die Abgeschiedenheit fernab von Alltag und Handyempfang schaffen eine besondere Situation, die einander unbekannte Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit Barrieren überwinden lässt und den Weg für intensive Gespräche bis hin zu neuen Freundschaften bereitet. Ich fühle mich erstmal sauwohl hier. Es ist ein ganz tolles Gefühl, in einer Gruppe zu sein, wo ich vorher nur eine Persönlichkeit kann, beziehungsweise zwei, um es ganz korrekt zu sagen. Ja, die Leute, die sind aus ganz verschiedenen Bereichen. Ja, das ist das Spannende eigentlich. Leute, die man sonst nicht treffen würde, vermutlich, also weil jeder halt so in seinem Alltag ist und in seinen Freundeskreis und seinen Bekanntenkreis kennt. Ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, was Matthias mir beschrieben hatte, dass diese menschlichen Barrieren ganz schnell verschwunden sind auf so einem Schiff. Aber das ist tatsächlich so. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sowas mal zu erleben. Für ein paar Tage ergibt sich die Gelegenheit, die Weite der See und die fernen Horizonte auf seine Gedankenwelt zu übertragen. Man wird wieder in die Lage versetzt, außergewöhnliche Erlebnisse zu genießen und einzigartige Momente wahrzunehmen. Der Kopf wird frei und Emotionen dürfen zugelassen werden. Die beeindruckende Größe des Schiffes tut den Rest. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was hier auf so einem Windjammer abläuft. Das sind Emotionen pur, wo ich wirklich sagen muss, beim Auslaufen dieses Windjammers, da sind die Augen voller Tränen. Das geht richtig durch Mark und Bein, das ist Gänsehaut pur Effekt, einfach großartig.
ich kann es schlecht beschreiben, so ein Gefühl der Freiheit und es geht aufs Meer. Für mich war der stärkste Moment, als wir in Kopenhagen ausgelaufen sind. Das war so emotional. Da hatte ich auch die berühmte Träne im Knopfloch. Das hat funktioniert. Wenn das Schiff tutet und die anderen tuten zurück, die Größe, der Sonnenschein, einfach hier sein zu dürfen, das ist ein solches Privileg, das habe ich sehr genossen. Das war toll. Man hat halt gemerkt, das war auch die Gemeinsamkeit von allen Mitreisenden, dass das sozusagen uns vereinte. Also Leute, die einfach über den Tellerrand schauten, und das hat man einfach an den abendlichen Diskussionen absolut gemerkt. Es war eine unheimlich schöne Atmosphäre. Mit der Seedorf Sailing for Peace Tour 2012 bis 2013 bietet das Schwimmende Museum, wie das Schiff auch liebevoll genannt wird, das größte für weltweites Aufsehen sorgende maritime Event des Jahres. It's my child dream, really child dream, and I would like to be on the bird during all around the world. I think it will be very, very interesting because a lot of different ports, a lot of different countries. You know, very interesting for me because last 5 years we are walking only Europe, maximum North, Murmansk, Spitsbergen, Norway, maximum. But next year will be very interesting around the world, from the Europe to the America, then around the Panama Canal, come to the Los Angeles, come to the Asia, Japan, China, Malaysia, and back to the St. Petersburg. I think, and I want to come to this voyage. Wir haben einen besonderen Anlass insofern, dass diese Weltumsegelung am Ende nächstes Jahr in Hamburg enden wird bei der International Convention. Das heißt, von weltweit kommen die Menschen zusammen und nehmen dieses Sailing, diese Windjammer, die dann dort einsegeln wird, mit als Friedenssymbol, Friedensbotschaft dann an. Und wir wollen dann als Sächsische Lions dann auch auf diesem Windjammer mit segeln und dann praktisch die Friedensbotschaft auch weitertragen bis nach Hamburg zur International Convention. Der Startschuss für die Weltumsegelung fiel bereits im Februar 2012. Anlässlich des Jahrestages der Zerstörung der Stadt Dresden im Zweiten Weltkrieg kamen Freunde und Förderer der Sailing for Peace Tour zu einer symbolträchtigen Veranstaltung zusammen. Den Beginn markierte die Teilnahme an einer Andacht in der weltberühmten Frauenkirche, einem Mahnmal gegen den Krieg. Und wieder auferstanden, nicht zuletzt durch das Engagement der Lions Clubs. Oben auf dem Berg sitzen die Menschen, die aus ganz Deutschland heute zusammengekommen sind, aus dem Lions Club. Die haben beigetragen zu dem Wiederaufbau dieser Kirche. Das Portal C ist das Symbol überhaupt für uns in Deutschland als Lions, die entsprechend gefördert wurde mit Spenden. In Millionenhöhe sind diese Gelder zusammengekommen und nicht nur Deutschland, sondern es wurde weltweit dafür gesammelt. Es ist also wirklich ein Friedenssymbol, was um die Welt gegangen ist, um diese Frauenkirche zu unterstützen und auch als Friedenssymbol praktisch zu etablieren. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung des renommierten Internationalen Friedenspreises. In diesem Jahr wurde der Kriegsfotograf James Nachtway geehrt, als jemand, der viel mehr tut, als einfach nur zu dokumentieren. Aus all diesen Gründen und vielen mehr sollten wir aufhören, ihn einen Kriegsfotografen zu nennen. Sehen Sie in ihm einen Mann des Friedens, einen, der aus der Sehnsucht nach Frieden heraus in den Krieg zieht und sich aussetzt, um Frieden zu stiften. Damit reiht sich Nachtway in die Namensliste bisheriger Preisträger ein, wie Daniel Barenboim und Friedensstifter Michail Gorbatschow. I do what I do because I believe pictures are an essential element in the process of change. That photographers create awareness and create a mass consciousness, and out of consciousness grows conscience. And
when a collective conscience develops, then the political process can change. And that's why I do this. Eine Weltumsegelung von den größten Schiffen der Welt ist eine Geschichte, die passiert alle zig Jahre. Und wir hatten dann die Idee, den Pokal, der schon mal Weltpokal heißt, symbolisch mit um die Welt zu schicken. Und was wäre dann besser gewesen, wie das Thema Frieden mit um die Welt zu schicken und den Start hier in Dresden zu machen, zumal heute gerade diese Preisverleihung war, die ganz fantastisch, dass dieser Pokal ein Jahr lang ein symbolischer Pokal ist. Der Weltpokal wurde schließlich mit der Unterstützung der Sächsischen Lions Clubs und der Staatskanzlei in Dresden an den Kapitän der STS Seedorf überreicht. Я всегда чувствую, что отношения между нашими странами, Россией и Германией, между народами, русскими и немцами, в областях культуры, мореплавания, они имеют очень древние, глубокие корни. И мне просто приятно, что сегодня в 21 веке мы продолжаем то, что было начато еще в 16, 17, 18 и последующих веках. Просто приятно чувствовать себя, что есть историческая цепочка, и мы ее сегодня продолжаем. Вот все, кто сегодня здесь был, мы продолжаем длительный такой процесс, который еще будет и через 100 лет, через 200 и через 5 веков тоже. Über 13 Monate und 5 Kontinente folgt das Schiff den Spuren der alten Frachtsegler und Windjammer. Nach langer Zeit wird die generalüberholte Seedorf wieder das Kap der guten Hoffnung und gleich zweimal Kap Horn umrunden. Casablanca, Acapulco, Shanghai und San Francisco sind nur einige klangvolle Häfen, die auf über 40.000 Seemeilen angesteuert werden. Das beeindruckende Schiff wird weltweit Besucher anziehen. Und der Weltpokal wird Ihnen eine friedliche Botschaft aus dem Herzen Deutschlands präsentieren. Ich denke, dass diese Idee der Völkerverständigung gerade mit dem Projekt und mit der Seedorf sehr plastisch, sehr bildhaft umgesetzt werden kann. Die große Chance für die Sächsischen Lions ist es, eine Plattform zu finden, auf der bestehende Freundschaften gepflegt und neue geknüpft werden können. Vor allem für die Leos bietet sich eine hervorragende Möglichkeit, sich in vielen internationalen Städten zu präsentieren. Mehr als 20 Arbeitsplätze sollen mit dem Projekt geschaffen werden, das mindestens 3 Governor-Perioden umfasst und eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit der Sächsischen Lions, aber auch anderer Service-Clubs bietet. Was unser Wunsch wäre, ist, dass die Seedorf über die Elbe einläuft, mit dem Lions-Banner, mit der Sachsenflagge am Mast und dann auf der Binnenalster Station macht und erfahrungsgemäß kommen zu einem solchen Event dann gut und gerne 70, 80, 100.000 Schaulustige. Und da kann man natürlich eine Botschaft rüberbringen. Kapitän Nikolas Zurchenko und die gesamte Besatzung der STS Seedorf laden ein zur vielleicht größten Reise des schwimmenden Museums, einmal um die Welt. Und die Reise beginnt bereits hier.